Hallo meine lieben Digi-Ritter, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Heute schauen wir uns ein weiteres Digimon an, was ich noch nicht auf meinem Kanal irgendwie präsent hatte in Videoform. Und zwar soll es heute, wie ihr im Titel bzw. im Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute um Argomon. Das ist hier im Digimon die Mushroomon-Linie. Wir stehen aus Mushroomon, Woodmon, Argomon Ultimate und dann Argomon Ultimate ist die Megaform dann. Und ja, wir gucken uns erstmal an, wie das dann aussieht. Also, so sieht Mushroomon aus, das digitiert dann zu Woodmon. Woodmon digitiert dann weiter zu zum normalen Argomon. Das sieht dann so aus. Interessantes Design zumindest. Ich mag auch vor allem diese Sonnenbrille, die er da auf hat. Und dann natürlich noch das Mega-Level. Argomon Ultimate. Ich glaube, das trat zum ersten Mal damals in diesem Digimon Data Squad Film auf. Weiß nur nicht mehr, wie der genau hieß. Das kann ich leicht nachgucken. Da, Digimon Movie 9 war das, genau. Ultimate Power Activate Burst Mode, so hieß der. Und ja, da trat das Digimon zum ersten Mal auf. Und so sieht das dann, wie gesagt, in-game dann aus. Ist bestimmt ein Design, was nicht jedem zusagt. Und dadurch, dass es nur ein Mega-Level-Digimon ist, auf dem A-Plus-Rang ist das sicherlich keins, das jemand irgendwie groß beim normalen Spielen verwendet, aber für die Sammlung kann man auf jeden Fall machen. So, dann, das ist Typus Virus, Wood, also Holz. So, dann ist es Jungle Trooper, von der Familie her. Das Ding hat bei meinem 126,7% Größen, hat das Ding 3978 HP, also Base HP, 1248 Digisoul, 1004 AT, bei einer Attack Speed, Moment 1,1, das Ding müsste also eine Base Attack Speed von 2,0 haben, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 2,1. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Das kann man ja sehr schnell ausrechnen. Das ist 1,1. Das heißt, wenn das dann die 55% sind, muss man das dann... Wie rechnet man das nochmal? Ach, das ist Blödsinn jetzt. Ich kann auch einfach Deckbuff ausmachen und das Necklace runter, dann sieht man das schon. Jetzt für den Moment, bevor ich mich jetzt an die Rechnung mache. Genau, das Ding hat... Stimmt, Base Attack Speed von 2,0. Habe ich mir schon gedacht, aber okay. So, dann packen wir wieder alles rein. So. Und so hat es eine Attack Speed dann von 1,1. So, Critical 13,9%. Hit Rate 470. Defense 104. Block Rate hat das Ding natürlich wie immer 0. Standardmäßig. Und Evasion hat das Ding 29,3%. Und wir möchten uns das natürlich auch noch anschauen, wie das Ding denn dann von den Animationen her aussieht. Deswegen springen wir mal nach Silver Lake und schauen uns so ein bisschen mal die Auto-Attack-Animationen an und die F1 und die F2. Wir probieren natürlich erstmal die Auto-Attacks durch. So, der eine Auto-Attack, da
baut er sich so ein bisschen auf und haut dann den Gegner kaputt. Mit Links-Rechts-Kombo und dann die andere Auto-Attack-Animation, da schlägt er direkt auf den Gegner ein. Also wir haben halt hauptsächlich Schlaganimation. So, wie sehen dann die F1 und F2 aus? Die F1 ist Brute Force, hat ohne Klone ein Skill-Damage von 1849 plus 6364. Und die sieht dann so aus. Er schreit kurz auf. Das sieht man an den Schallwellen, die da rauskommen. Und dann haut er den Gegner mit einer Dreifach-Kombo kaputt. So, und dann die F2. Die heißt Distortion Line. Hat 5840 plus 6364 Skill Damage. Und da öffnet er seine Augen, die er in dieser schwarzen Gegend da hat. Und schleudert daraus Energieblitze, die den Gegner dann kaputt hauen. Sieht man hier jetzt wegen der Animation halt nicht so gut, weil das so eine helle Animation ist, die leider die Energieblitze quasi überdeckt. Aber da hat man es leicht gesehen, also so kleine pinke Dinger und dann dieser grelle Blitz dann da drüber. Ja, da waren so kleine Punkte. Im Film waren das, wie gesagt, so rötliche Energieblitze, die da aus seinen Augen auf die Gegner geschleudert hat. Aber hier hat man halt diese grelle, grün-weißliche Explosion noch da mit dabei, deswegen sieht man das hier nicht so deutlich. Aber ist auf jeden Fall ein Digimon, was ich hier schon länger haben wollte, einfach nur um das hier mal zu haben. Und dann habe ich irgendwann das als 5 von 5 dann gekriegt. Den konnte ich das jetzt auch mal auspacken für ein Video. Aber ich denke, mehr kann man jetzt dann nicht zu Argomon dann sagen. Wie gesagt, ist ein A-Plus-Digimon auf dem Mega-Level. Das heißt, ist wahrscheinlich für die meisten eher nicht groß nutzbar. Die Base-Werte sind ja jetzt auch... Also für Mega-Level sind die eigentlich eher so Durchschnitt, würde ich sagen. Und der Rest ist, ja, wie gesagt, nicht irgendwie im High-End-Bereich mehr nutzbar, bin ich der Meinung. Aber für die Sammlung kann man hier definitiv nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Aber schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was ihr denn von dem Digimon haltet, designtechnisch und auch sonst so. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.